Ich kann mich natürlich noch an Meister Ruby Rosa erinnern. Als Kind, ich war so 6, 7, 8, 9 Jahre und dann ist er leider von uns gegangen. Mein Vater bewunderte ihn sehr, er war natürlich wesentlich älter. Sie haben viele Reisen zusammen gemacht, viele Sachen zusammen erlebt. Eine berühmte Reise damals nach Moskau, es war damals noch ungewöhnlich, aber ich glaube, da hatten sie einen Diplomatenpass bekommen. Ruby Rosa war ja selber Diplomat. Mein Vater sagte immer, wenn er in einen Raum kam, füllte er ihn mit Charme. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Beschreibung. Ich habe den jetzt selber ab und zu genutzt bei Freunden, die so einen, von uns gegangen sind, die einen ähnlichen Effekt hatten auf ihre Umfeld. Er hatte natürlich großen Charme, er hatte Stil, er hatte eine Nonchalance, was so das bisschen das Ultimo von cool sein ist. Er war Trendsetter. Ich kann mich auch noch gut an seinen oder einen seiner Ferraris erinnern und sehr cool lagen hinten auf dem Rücksitz die Poloschläger. Ja, das sah natürlich wirklich super cool aus. Noch dazu, damals war Polo noch nicht so, sagen wir mal, verbreitet wie heute. Es ist heute immer noch nicht verbreitet, aber es war immer noch eine sehr, sehr kleine, exklusive Gesellschaft. Ich lebte damals mit meiner Großmutter und kam meinen Vater ab und zu besuchen in Paris. Und ich weiß noch, einige Male haben wir Ostern bei ihm im Haus gefeiert. Wenn man zu ihm kam, auch als Junge, so ein paar Leute hatte man erkannt, da war eine Elsa Martinelli oder ein Alain Delon oder ein Roger Vadim. Ja, und es war immer eine sehr bunte Gesellschaft und natürlich auch sehr, sehr viele hübsche Damen. Was mich natürlich am meisten beeindruckt hatte damals war, dass er mitten im Wohnzimmer, das nicht besonders groß war, einen Boxring hatte. Und zwar volle Größe. Also rundherum blieb an für sich nur noch sehr, sehr wenig Platz für irgendwelche Fauteuils oder Dinge, aber das war sein tägliches Training. Und ich glaube, er hat fast jeden Tag hat er dort einfach seine Morgengymnastik gemacht und es kam ein Boxtrainer, mit dem er geübt hat. Ich kam dann oft an, wahnsinnig peinlich, sogar für mich in dem Alter. Ich wurde von meiner Großmutter in einen dunkelblauen Anzug gestellt und sah an für sich wahnsinnig spießig aus für diesen doch eher coolen, lässigen Haushalt.